Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie recht herzlich im Namen des BFFS zu unserer Gesprächsreihe Klappe auf begrüßen. Mein Name ist Alexander Kruse-Mertin und ich bin stolz, heute Abend den Regisseur Johannes Fabrik begrüßen zu dürfen. Einen kräftigen Applaus bitte. Guten Abend. Das Interview führt unsere wunderbare Kollegin Andrea Gerhardt und ich wünsche viel Spaß. Ja, vielen Dank, lieber Alexander. Auch von meiner Seite herzlich willkommen heute hier im Festivalzelt. Das erste Mal ohne Sonne bei unserem diesjährigen Festival. Wir sind etwas traurig, aber diese Traurigkeit nimmt uns natürlich ein großartiger Regisseur heute Abend, nämlich Johannes Fabrik. Ich bin sehr, sehr froh, dass es geklappt hat, weil, wie man sehen kann, von dem, was ich hier gleich vortragen werde, ist es wirklich einer der meist arbeitenden Regisseure bei uns in Deutschland. Und 58 geboren bist du in Wien, hast dann auch in Wien Drehbuch und Regie studiert und hast dann relativ schnell 1980 deinen ersten Dokumentarfilm gedreht. Mama, hast dann direkt zwei Preise dafür abgesahnt und hast dich erstmal, hast du mir auch gerade erzählt, in diesem dokumentarischen Feld ziemlich lange ausgetobt. 1995 hast du dann mit Bernardina und Katz deine erste Fernseharbeit gemacht. Auch dafür gab es direkt einen Preis. 2001, ich erwähne jetzt nur ein paar Filme, weil es sind wirklich unglaublich viele, mit Schleudertrauma hast du die Romy für die beste Regie gewonnen. Das war sicherlich ein großer Meilenstein für dich damals. 2006 folgte Kuckuckszeit und 2010 Tödlicher Rausch. Beide beim Filmfest Hamburg den Produzentenpreis gewonnen. Und dann 2011 war Der letzte schöne Tag sicherlich ein ganz, ganz großer Erfolg für dich, der sehr viele Nominierungen hatte, sehr viele Preise und auch den tollen Grimme-Preis gewonnen hat. Seit 2011, seit Tödliche Versuchung, hast du angefangen mit Julia Koschitz zu arbeiten, die seither die Hauptrolle in 6 von seither 9 Filmen gespielt hat. Das finde ich eine große Treue, die du ihr damit erweist. Darüber frage ich dich später noch ein bisschen mehr. Und 2014 bist du bei den Dreharbeiten von Kleine Ziege, Sturer Bock endlich wiedergekehrt zum Kino, weil ich habe 17 Jahre Pause gemacht vom Kino. Beastie Girl war 97 dein letzter Kinofilm und der hatte ja schon Premiere und hat am 15.10. schon Kinostart, Kleine Ziege, Sturer Bock. Ja, und dann bist du unglaublicherweise mit 2 Filmen hier. Wir finden das tatsächlich, ist das für uns eine Premiere bei der Klappe auf, dass wir einen Regisseur da sitzen haben, der mit 2 Filmen da ist. Ich denke, das ist sozusagen der Doppeljackpot, den du dieses Jahr hier gezogen hast. Es ist zweimal lebenslänglich. Und Ulin Aselmann ist auch wieder nominiert für den Produzentenpreis für diesen TV-Film. Insgesamt habe ich gelesen oder gerechnet ungefähr 38 Filme. Kommt das hin bisher? Roundabout, könnte man sagen. Und bei 30 aufgehört zu zählen. Ja, sehr gut. Und die Fernsehzeitschrift Prisma schreibt über dich, Johannes Fabrik ist ein Meister der dramatischen Stoffe. Und ich finde, dafür gibt es nochmal einen großen Applaus. Das war eine lange Einleitung. Der Helmut Pirnat sitzt auch hier, dein Kameramann, den du sehr, sehr lange schon auch die Treue hältst. Seit 2009 hast du fast alle 13 Filme mit ihm gemacht als Kameramann. Und ich habe ihn gestern schon kennengelernt und er hat zu mir gesagt, Andrea, der Johannes, der ist super mit Schauspielern. Und vor deinem Interview brauchst du keine Angst haben, weil er ist auch ein ganz normaler Mensch. Bist du ein ganz normaler Mensch, Johannes? Wer soll das beurteilen? Also ich glaube, dass mir nichts Menschliches fremd ist, wie man so schön sagt. Also ich würde mich als jemanden verstehen, der sehr am Menschsein interessiert ist, am eigenen Menschsein, also sich selber versucht zu erkennen und natürlich auch die anderen. Und da kommt dieser Beruf wunderbar entgegen, wenn wir dürfen das von Beruf wegen machen, uns mit dem Menschen befassen. Mit seinem Schicksal, mit seinen Ängsten, seinen Sehnsüchten, mit seinem Leiden, mit all dem, was ihn so ausmacht. Wie kam es denn dazu, dass du Regisseur geworden bist?
Es kam so, dass ich am Ende bei uns, man muss dazu sagen, für jene, die es noch nicht gehört haben, es ist leicht zu hören, oder? Ich komme ursprünglich aus Wien. Ich glaube, dass das kaum zu überhören ist, vor allem für die Norddeutschen hier. Und bei uns heißt es Matura, was hier Abitur heißt. Also ich war in der letzten Klasse des Gymnasiums und da gingen etliche so Berufsvorschläge durch die Bank rein. Es gab Zettel, was man werden könnte. Und ein einsamer Zettel flatterte da auch herum über die Filmhochschule in Wien. Und da habe ich nachgedacht und habe mir gedacht, naja, also Film, ich habe immer gern gezeichnet, schon als Jugendlicher. Ich habe gern ein paar Gedichte geschrieben, Musik gehört und so. Also irgendwo habe ich plötzlich das Gefühl gehabt, da kommt alles zusammen beim Film. Das könnte es sein für mich. Und dann bin ich dorthin auf die Filmhochschule. Da musste man sich doch aber sicher damals auch schon bewerben, oder? Selbstverständlich, ja. Da gab es aber, das war so, in der Zeit musste man, weil es noch nicht so selbstverständlich war wie heute, man musste keine Filme hergeben. Also man konnte auch andere künstlerische Beiträge liefern, weil es wurde nicht vorausgesetzt, dass jemand, der das noch nicht besucht hat, schon filmen kann. Und du hast dann Gedichte eingereicht und so Zeichnungen? So ist es, Zeichnungen, kleine Geschichten und so. Okay. Fotos, so Sachen. Alles Mögliche, sehr gut. Und was würdest du sagen jetzt, wo du diese lange Reise schon hinter dir hast, vor allem weil du auch Dokumentarfilm gemacht hast, was hat sich verändert zwischen damals, als du gestartet bist dann in deinem Regie- und Drehbuchstudium, als zu jetzt, zu heute, nach diesen vielen Jahren, die du schon in dem Business arbeitest? Was hat sich als in der Definition des Regisseurs der Berufsbezeichnung geändert? Meinst du, es wäre immer noch das gleiche Blatt Papier mit der gleichen Beschreibung, was da rumflattern würde beim Matura? Also was sich sicherlich geändert hat, ist der ganze Produktionsablauf. Ich kann mich nur erinnern, ich glaube es waren 56 Drehtage, die ein Regisseur damals beim ORF hatte für einen Spielfilm. Von 90 wir wissen Minuten? In etwa, ja genau, okay. Wir wissen, wie viel wir heute zur Verfügung haben. Und das ist dann sukzessive eben geschmolzen. Und der gesamte Aufwand, den man betreiben konnte, ne, der wurde eigentlich immer mehr verdichtet, reduziert. Und es hat sich sicherlich auch der Einfluss der Fernsehsender vermehrt. Ich habe noch in einer Zeit begonnen, also das war wirklich gerade am Anfang, da gab es noch eine ganz winzige Abteilung beim ORF, das war die Abteilung Marktforschung, die hat geschaut, wer vielleicht sich welche Filme anschaut. Heute weiß man, dass Gott Quotan diese Welt regiert und dass diese kleine Abteilung mittlerweile eine derartige Macht hat. Ja, also das hat sich auch sehr geändert. Ne? Also damals war man noch von einem Kulturauftrag durchdrungen und meinte, der Zuschauer müsse das sich aneignen, was man ihm zeigt. Heute versucht man vielmehr, dem Zuschauer entgegenzukommen. So. Also es hat sich einiges in dieser Richtung geändert. Wenn du auch gerade die Quote ansprichst, ist es so, dass du dich irgendwann, als sie immer wichtiger wurde, was ja definitiv passiert ist, dich da wieder ein bisschen zurückgenommen hast und für dich gesagt hast, ich nehme das nicht so wichtig, oder ist das wirklich was dich bestimmt auch beim Auswahl deiner Stoffe, die du verfilmst oder selber schreibst? Also ich fühle mich sehr glücklich, weil ich die Möglichkeit habe, eben mich sehr ernsthaft mit meinem Lieblingsthema, nämlich dem Menschen, auseinanderzusetzen in den Dramen, die ich mache. Und es ist so, dass diese Filme glücklicherweise jetzt nicht in erster Linie an der Quote gemessen werden. Es ist natürlich, jeder freut sich, wenn er Zuschauer hat, aber das ist jetzt nicht das Hauptkriterium, sondern die Qualität ist eigentlich das, was auch für den Sender immer mehr wichtig wurde und was für ihn auch wertvoll ist, und das ist sehr angenehm. Also für mich ist jetzt dieses Quotenthema nicht das allererste.
Hat das auch was damit zu tun, dass du immer wieder mit Uli Asselmann arbeitest, dass er dir auch dieses Vertrauen und diese Freiheit schenkt in diesem Bereich, dich da unabhängig von zu machen? Ja, sicherlich. Die Kontinuität der Arbeit ist ein großer Vorteil. Es ist so, dass wenn man schon auf gewisse, nehmen wir es jetzt mal so, Erfolge zu verweisen hat und auch belegt hat, dass man mit ernsten Stoffen auch Publikum erreichen kann, dann wird es natürlich einfacher. Also wenn man jetzt da antritt und sagt, das ist ganz wichtig, das muss man machen und das werden die Leute auch sehen. Da war eben vor allem dieser letzte schöne Tag ein Meilenstein, weil der hat auch sehr viele Zuschauer gehabt. Also das war irgendwie die große Wende, kann man so sagen. Weil vorher hieß es immer toll, aber schwieriges Thema, ganz duster und dunkel und so. Und ab dem Zeitpunkt ist das kein Hemmschuh mehr. Ich gehe mal ein bisschen weiter in diesem Produktionspfad. Jetzt bei Kleine Ziege, Sturer Bock hast du ja das Drehbuch mitbearbeitet. Stimmt das? Habe ich das richtig gelesen? Bisschen mitbearbeitet. Wie ist das bei diesen Projekten, wo du sozusagen nicht von Anfang an auch direkt schreibst? Wie kommen diese Projekte auf dich zu? Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt alle Spielformen. Manchmal wäre es sehr früh dazu geholt. Also da hat ein Produzent eine Idee, da gibt es ein Exposé und ich bin schon in der Phase dabei. Manchmal gibt es schon ein ausgeschriebenes Drehbuch. Manchmal ist es sogar so, dass ich gemeinsam mit den Autoren und dem Produzenten nachdenke über einen Stoff. Also da ist man sozusagen noch früher dran. Das ist ganz unterschiedlich. Bei Kleine Ziege, Sturer Bock hat ja die Petra Katharina Wagner, hat der Uli bei der Premiere erzählt, diese Idee zum Film vor 10 Jahren gehabt. Und sie wurde jetzt realisiert, 2015, in dem chinesischen Jahr des Schafes, symbolisch sozusagen, hat er erzählt. Bei Kleine Ziege, wann bist du da in den Prozess mit eingestiegen? Also da gab es ein fertiges Drehbuch. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie viel die Fassung es war. Es war aber nicht die erste. Genau. Und dann hat es aber immer noch 3 Jahre gedauert, so wie ich schon quasi mit im Boot war, bis es dann zur Realisierung gekommen ist. Okay. Da wir ja heute hier 2 Filmausschnitte verpacken, würde ich sagen, dass wir jetzt einfach mal den Trailer gucken von Kleine Ziege, Sturer Bock und sage, Mats, ab bitte. Du musst dir einen anständigen Beruf suchen. In deinem Alter übernimmt man Verantwortung. Wenn es was gibt, für das sich wirklich lohnt, dann werde ich mich auch einsetzen. Willst du meinen Vater? Was? Dein Vater? Ich weiß überhaupt nicht, wo der ist. Willst du raus? Ja? Ich bin's, Julia de la Mar. Julia. Du hast eine Tochter? Sie heißt Mai und sie will unbedingt zu dir. Ich hab was? Ich hab eine Tochter. Verstehst du? Ich habe eine Tochter! Und ich habe 2! Bist du Mai? Wohin fahren wir? Wir fahren über Dänemark und Schweden nach Norwegen. Wegen dem Job. Da ist das Prachtstück. Na du? Das ist ein Schaf. Das ist nicht wie mit dem Hund. Wir schlafen zusammen in diesem kleinen Zelt. Ach ja, klar. Du bist ein Mann. Ich bin dein Vater. Aber ich kenne dich nicht. Warum bist du hier? Was willst du eigentlich von mir? Nichts. Gar nichts. Sind Töchter immer so kompliziert? Nur wenn man sie nicht versteht. Nicht ihr bester Tag heute, hä? Huh? Eigentlich doch. Aber man hat gar keine Vorstellung, wie schrecklich beste Tage sein können. Bist du enttäuscht? Von was? Na, von mir. Ich habe mir meinen Vater ganz anders vorgestellt. Hey! Ob was mache? Ich glaub's ja nicht, der Typ hat dich angebaggert. Was? Quatsch. Scheiße! Das ist unpackbar. Scheint ihm zu gefallen. Oder er hat sich zu Tode erschrocken. Ja, Kleine Ziege, Sturer Bock, am 15.10. ist Kinostart, eine Komödie. Und jetzt sag mal, was war bei diesem Dreh, wir können uns ja direkt auf den Film beziehen,
für dich die größte Herausforderung? Alles. Also das, die einzelne größte Herausforderung kann man wirklich nicht sagen, weil ja vieles zusammengekommen ist. Aber es hat sich natürlich ein Wesen sehr hervorgetan. In der Vorbereitungszeit, das habe ich ja dann in die Geschichte übernommen, ins Drehbuch übernommen, waren wir beim Tiertrainer und ich wollte mal wissen, wie weit wir sind mit der Dressur des Schafes. Und das Schaf hat überhaupt nichts gemacht, also absolut gar nichts von dem, was wir uns erwartet haben und erhofft haben. Und dann habe ich etwas unglücklich reingeschaut und dann hat der Tiertrainer gesagt, nee, es ist ein Schaf. Es ist nicht wie mit einem Hund. Und dann habe ich gewusst ungefähr, was auf mich zukommen wird. Und es war dann auch so, es war noch etwas schlimmer. Aber ja, mein Gott, man muss dann halt irgendwann einfach akzeptieren, dass ein Schaf ist und macht, was es halt so macht. Es ist gar nicht möglich. Und das hat ja erstaunlicherweise die zweitgrößte Herausforderung, nämlich Dreh mit Kind. Ich habe ja schon oft mit Kindern gedreht und bin immer schweißgebadet, weil Kinder ja im Gegensatz zu Schauspielern, die erwachsen einen Vertrag unterschreiben und von sich aus auch ihre Verpflichtung fühlen, dass sie das jetzt erfüllen, Kinder ja immer so Lust haben müssen. Sie müssen ja immer Lust haben drauf. Also und deshalb muss man mit einer ganz anderen Energie durch den Tag gehen. Und es ist auch so, dass sich das Team dann immer mehr so zu einem ganz lieben Team verwandelt, weil immer so alle immer um das Kind rum und es ist alles immer so total nett. Und ich finde das zum Teil, weil ich ja eher dann auch sehr gerne sehr ernst bin, bisweilen eine Herausforderung. Ich muss dazu sagen, dass die Sophia, ja, die das gespielt hat, wirklich mustergültig vorbereitet war. Sie hat sich sehr konzentriert und so, also sie hat das wirklich gut gemacht. Also es war glücklicherweise ganz anders als beim Schafsbock, viel besser und ich konnte mit ihr schon sehr gut arbeiten und so. Insofern, vergleichsweise war das die geringere Herausforderung. Wie läuft bei dir denn normalerweise der Besetzungsprozess ab? Also ich weiß, Kleine Ziege hat Stefanie Pohlmann gecastet, die ja auch bekannt dafür ist, dass die Erwachsene und Kinder Casting macht. Bei Zweimal lebenslänglich ist es die Nina Hauen, sonst hast du auch sehr, sehr viel mit Dalinda Tolkien gearbeitet und auch noch anderen. Wie castest du deine Schauspieler? Also unterschiedlich. Ich gehe jetzt davon aus, dass ich die Schauspieler noch nicht kenne, weil wenn ich sie kenne, caste ich sie natürlich jetzt in dem Sinn. Also wir sagen immer doppelt, Casting ist besetzen und casten eben. Also wenn ich sie kenne, ist klar. Wenn ich sie nicht kenne, dann brauche ich unbedingt auf jeden Fall ein persönliches Gespräch. Das ist eine Grundvoraussetzung, weil ich dann ein Gefühl entwickeln kann für den Menschen, kann schauen, ob es eine Möglichkeit gibt, dass das mit der Rolle, die da entstehen soll, Berührungspunkte sind und so weiter und so fort. Also, und wie auch eine Arbeitsmöglichkeit in der Luft liegt und so. Und manchmal, wenn es möglich ist, also wenn mehrere in Frage kommen, dann mache ich auch gerne tatsächlich ein Casting, also einfach Probeaufnahmen. Und wenn das nicht notwendig ist, weil schon so viel vorliegt von dem Menschen und eben aufgrund des persönlichen Gesprächs und der Verständigung über die Rolle, ich das Gefühl habe, das ist quasi schon angedeutet im Äther, dann sage ich ja, dann macht man sich aus, dass man das gemeinsam macht. Heißt das, dass du auch mit deinen Tagesrollen ein persönliches Gespräch führst? Ist das dann auch live oder geht das manchmal über Skype oder Telefon? Es ist in der Regel immer live. Und es ist so, dass es manchmal etwas verwundert, dass ich auch mit Menschen, die vielleicht einen Drehtag haben oder eben eine kleine Rolle haben, trotzdem unbedingt diese persönliche Begegnung suche. Weil jede Szene ist wichtig und jeder Auftritt ist wichtig und jeder Mensch, der da auftritt,
sollte einen kompletten Menschen vor die Kamera bringen. Und es ist oft bei kleineren Rollen noch der kreative Aufwand größer oder die kreative Herausforderung, weil man weniger Indizien im Drehbuch hat über diese Figur. Also man muss sich mehr dazu einfallen lassen und deshalb ist es hier genauso wichtig, den persönlichen Kontakt mal zu haben. Seit einigen Jahren, seit einigen Filmen, habe ich eben schon erwähnt, spielt Julia Koschitz viele der Hauptrollen, die du zu besetzen hast in deinen Filmen. Auch wenn deine Frau gerade da ist, hast du dich schauspielerisch, ich betone das jetzt, in Julia verliebt oder was ist da passiert, dass du sie so lange mit dir auf die Reise nimmst? Also ich finde sie sehr, sehr gut, auf jeden Fall. Ist sie, keine Frage. Es ist so, dass ich ja, wie du am Anfang schon gesagt hast, ein eher treuer Mensch bin. Also ich liebe die Wiederholungstat, weil ich glaube, dass die Kommunikation ist etwas sehr Schwieriges, sehr Wichtiges in unserem Beruf. Wenn man es einmal zu einer grundsätzlichen Verständigung über gewisse Bereiche gebracht hat, dann ist es ein Kapital, weil es ist ja nicht nur die Julia, es ist auch der Wotan, mit dem ich mehrere Filme gemacht habe und immer wieder, wenn etwas gut ist und die Arbeit gut geht, ist die Wahrscheinlichkeit der Wiederholung relativ groß. Und ich finde sie einfach unglaublich transparent. Man kann ihr in die Seele schauen. Sie ist mit ihrer gedanklichen Arbeit, die sie tut für die Rolle, unglaublich präzise. Man kann also mehr oder weniger auch fast Gedanken lesen. Und sie ist, was ihre Emotionalität anbelangt, sehr aufopfernd. Das heißt, sie gibt sich wirklich ganz der Rolle hin. Also ich finde, das ist rundum eine wunderbare Schauspielerin. Und weil es eben diese gemeinsamen Arbeiten gibt, auf die man schon aufbauen kann, wie war es auch immer wieder so. Sind das auch sozusagen Eigenschaften, die du an Schauspielern schätzt, die Dinge, die du gerade aufgezählt hast, diese Transparenz, diese Aufopferung der Emotionalität? Oder gibt es noch andere Dinge, die du an Eigenschaften schätzt an Schauspielern oder die du suchst, auch in diesem persönlichen Gespräch? Ja, ich glaube, dass ein Stück weit jeder Schauspieler ein bisschen, ich nenne es die Selbstoffenbarung, mitbringt, weil die Kamera nimmt den Schauspieler auf, seine Augen, seine Nase, seinen Mund. Er wird auch seine Angst, seine Sehnsucht und so weiter aufnehmen. Es ist zwar im Kontext eine andere Biografie, eine andere Rolle, aber als menschliches Wesen, als handelndes Ich ist jetzt einmal dieser Mensch da, der manifestiert es. Und je wahrhaftiger er bereit ist, sich auf das einzulassen, was er da hier erlebt und tut und was ihm auch als Figur wichtig ist, was sein Motiv ist, je mehr er sich auf das einlässt, desto authentischer wird dieses Geschehen. Und je mehr er bereit ist, auch mit das, was man vielleicht den eigenen Schmerzkörper nennen kann, zu arbeiten, desto berührender wird die Darstellung, weil ich gehe davon aus, dass nicht die Veräußerung der Gefühle beim Zuschauer viel auslöst, weil dem echten Menschen seine Gefühle meistens in die Quere kommen. Wir wollen ja als Menschen normalerweise immer funktionieren im Hinblick auf unser Ziel. Und wenn wir plötzlich ängstlich werden, nervös oder traurig, dann kommt uns das in die Quere. Und wir versuchen es in der Regel eher wegzutun, als es nach außen zu bringen. Und wenn der Schauspieler das Gefühl wirklich hat, dann kann er genauso agieren wie dieser Mensch. Er will es gar nicht haben. Es soll weg, weil er muss jetzt was anderes erreichen. Und das beginnt aber beim Zuschauer dann wo anzukommen. Da hat man nicht das Gefühl, dass einem der Schauspieler sagt, schau her, ich bin so arm und leide mit mir, sondern man merkt, wie es dem geht, obwohl er es gar nicht zeigen will und es berührt viel mehr. Ja, das stimmt. Das ist auch in zweimal lebenslänglich gerade sehr deutlich zu sehen. Ne? Dieser Kampf der Franziska, die immer wieder versucht, gut in Fassung zu bleiben und weiter ihrer Aufgabe nachzugehen. Wenn du deine Schauspieler hast, die Schauspieler bekommen das Drehbuch, wie läuft der Prozess weiter? Probst du? Ich frage jetzt mal, obwohl ich die Antwort schon weiß. Ja,
Also es ist so, dass wir, reden wir jetzt mal von einer Hauptrolle. Ne? Ja. Also da gibt es jede Menge von Vorgesprächen, also jede Menge, aber sicherlich 3-4 Mal oder auch öfter trifft man sie und geht durchs Drehbuch, um mal alle Sachen abzuklopfen, die wichtig sind. Ich gehe immer davon aus, dass ein guter Schauspieler sehr viele Möglichkeiten hat, eine Rolle zu manifestieren. Man muss gemeinsam die Möglichkeit finden, die man als richtigste erachtet. Nach dieser Vorbereitung gibt es dann eine Woche vor Drehbeginn die Probenwoche. Da gibt es den Probentag 1, nenne ich das, und da kommt das gesamte Ensemble zusammen und wir lesen einmal durch das Buch. Manchmal ist irgendeiner verhindert, dann muss der Regieassistent oder Skript das einlesen, aber Gott sei Dank, also meistens sind fast alle da. Und dann gibt's, da reden wir ein bisschen drüber, was jeden bewegt und so. Und dann gibt es am Nachmittag die Aufstellung. Das ist halt etwas, was ich schon seit Anfang, seit ich Spielfilm mache, mache ich das. Und da stelle ich die Rollen auf. Also die Schauspieler sind das erste Mal in ihrer Rolle und sind aufgestellt und können noch einmal nicht vom Kopf her, sondern von ihrer gesamten körperlichen und emotionalen Wahrnehmung schauen, was mit ihnen passiert, wenn sie in dieser Rolle stehen. Das ist oft, fördert noch etwas zutage, was man sich auch nicht so unbedingt ausdenkt. Und der Rest der Woche geht dann quasi szenisch durch. Also das heißt, es wird mehr oder weniger jede Szene mal kurz abgeklopft und die Hauptrollen sind natürlich permanent fast da und die kleineren Rollen kommen halt immer dann so dazu. Probst du dann auch nochmal am Set? Ja. Also es ist so, dass es, wenn es irgendwie geht, immer am Vorabend des Drehs die Stellprobe mache. Okay. Also außer das ist vom Set, wo man gerade dreht, 2 Stunden entfernt, dann ist es schwierig, aber in der Regel versucht man noch einmal dorthin zu kommen, original, aber eben in einem kleinen Kreis, sodass kein Team wartet und diese Atmosphäre von wann geht es denn weiter, sondern man hat Ruhe und erprobt es, man kann noch einmal drüber schlafen, sehr wichtig. Sehr wichtig. Man wacht mitten in der Nacht auf und denkt sich, oh, das könnte man noch besser machen. Viel besser als das passiert nach dem Drehtag, weil dann ist es vorbei. Also das hat große Vorteile. Wahnsinn. Das ist genau das, glaube ich, was auch Helmut damit meinte, dass du für die Schauspieler da bist, weil du sehr, sehr viel dich einfach mit ihnen umgibst und ihnen ja, den Weg aufzeigst, wo es langgehen soll. Wir könnten darüber noch ewig reden, aber die Zeit ist sehr, sehr knapp. Deswegen möchte ich gerne einmal zu Zweimal lebenslänglich kommen. In dem Film fällt ein Satz, ein Zitat: Liebe besteht nicht darin, dass man aneinander anschaut, sondern dass man gemeinsam in dieselbe Richtung blickt. Ich fand dieses Zitat sehr, sehr passend für den Film. Kannst du uns ganz kurz zusammenfassen, um was es geht? Beim Film, nicht beim Zitat. Nicht beim das Zitat. Das übrigens vom Exupéry stammt. Genau. Es geht bei dem Film darum, dass ein plötzlich aus heiterem Himmel wird der Lebensgefährte der Hauptfigur in frühmorgens von der Polizei abgeführt. Er wird angeklagt und später auch verurteilt wegen Vergewaltigung und Mordes. Er sagt, dass es nicht war. Seine Lebensgefährtin glaubt ihm das. Sie kann sich ja überhaupt nicht vorstellen, dass er das getan haben soll. Und wir erleben dann ihren Weg durch eine Zeit, die immer schwieriger wird, weil immer mehr Menschen sozusagen, die arg am Anfang gesagt haben, nein, der war das niemals, immer mehr umkippen, sie mehr von ihm distanzieren und es wird für sie immer schwieriger, ihre Position aufrechtzuerhalten. Sie investiert sehr viel dafür und dann passiert etwas Tragisches, nämlich über Nacht sozusagen, weil in den Träumen plötzlich beginnen ihr Selbstzweifel zu kommen. Und das ist diese innere Zerrissenheit des Menschen. Und das war für mich das Interessanteste an der Geschichte, dass wir ja hier in diese Welt geworfen sind, ohne eigentlich irgendeine Gewissheit zu haben über irgendwas. Woher wir kommen, wohin wir gehen, wir wissen eigentlich nichts. Aber wir müssen die ganze Zeit so tun, als ob. Und das ist hier sehr
dramatisiert diese grundexistenzielle Situation. Und ich würde sagen, wir schauen kurz vor Ende noch mal rein in die Matz. Wenn du nicht sofort aufmachst, tritt Papa die Tür ein. Weißt du eigentlich, was für uns für Sorgen macht? Deine Chefin hat uns angerufen und gesagt, du warst so komisch nach dem Telefonat mit Sebastians Anwalt. Und dass es vielleicht ein Fehler war, dich so spontan freizukriegen. Ich wäre gern alleine. Das geht so nicht weiter. Du musst vernünftig werden. Am besten nimmst du dir jetzt erstmal ein paar Tage frei und kommst mit zu uns. Mit deiner Chefin, das kläre ich. Und dann sehen wir weiter. Die hört dir doch überhaupt nicht zu. Diese Heirat war ein Fehler. Ich hab dir das gesagt. Du musst dich scheiden lassen. Lass mich, Mama. Du opferst dich auf für einen Mann, der dich belogen und betrogen hat. Und wenn er aus dem Gefängnis kommt, bist du so alt wie wir jetzt. Das ist mein Leben. Mach endlich die Augen auf. Das Gericht hat alles nochmal überprüft. Er ist schuldig. Er hat diese Frau umgebracht. Schrei deine Mutter nicht an! Ja. Eine brillante Besetzung, ein brillanter Cast, ein unglaublich berührender Film. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg. Morgen bei der Premiere, 19.45 Uhr im Cinemax. Gibt es schon einen Sendetermin? Meines Wissens nicht. Also okay. Wenn ich nicht irgendwas verpasst habe, dann... Okay. Johannes, ich habe noch tausende Fragen. Ich würde so gerne noch mit dir weiterschnacken. Es ist sehr, sehr schön, dass du bei uns warst. Ich freue mich sehr. Wir schenken dir noch unser Plakat, Hamburg, deine Perlen. Du hast zweimal lebenslänglich ja auch in Hamburg gedreht. Das ist das Plakat, wo sehr, sehr viele norddeutsche Schauspieler drauf sind, falls du das nächste Mal hier wieder drehst und ein bisschen Inspiration brauchst. Und vielen, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Ja, ich danke dir sehr herzlich. War sehr schön. Dankeschön. Danke. Danke. Und mir bleibt nur noch zu sagen, morgen moderiert die wundervolle Christine Wilhelmi und interviewt Lars Jessen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis morgen. Tschüss.